Herr Oberbürgermeister, hätten Sie gedacht, zu was Ihr Team, die Stadt bei S. Oliver Würzburg MOVIT, fähig ist? Erstmal finde ich es ein ganz, ganz tolles Projekt, das hier aufgesetzt worden ist und das auch so eine Stadtverwaltung da mitmacht, wo man ja immer sagt, dann Beamten-Mikado oder sonst etwas. Wer sich bewegt, verliert, sondern dass man hier wirklich einen ganz glamourösen dritten Platz im Moment dabei ist zu machen. Also wow, ich bin da total beeindruckt. Ich wünschte, ich hätte die Zeit auch mitzumachen, weil das liegt mir auch, das macht Freude. Und ich denke mir, das ist etwas, man tut was für sich und wenn man es an der Stelle auch noch für einen guten Zweck mit verbinden kann, ziemlich genial, die ganze Veranstaltung. Naja, jetzt fragen Sie ja genau einen Richtigen. Also wenn Sie einen Oberbürgermeister oder Bürgermeister einer Stadt fragen, dann muss der sagen, und das denkt er auch, ist natürlich die schönste Stadt, ist die schönste Perle, die wir haben. Und ich denke aber auch mal ganz objektiv betrachtet, wenn man durch diese Stadt jetzt so viele schöne Winkel und so viele schöne Blickbeziehungen, auch wenn man in die Stadtteile geht, sag ich mal, eine Kollegin erzählt gerade, dass sie morgens und abends von Oberdürbach her unterwegs ist zu Fuß. Ja, was gibt es denn Schöneres, als einen Stein runterzulaufen? Mit dem Hochlaufen ist ein bisschen anstrengender. Naja, also zum einen natürlich auch Identifikation mit den S. Olivers, die damit zum Ausdruck gebracht wird. Aber sag ich mal, das echte MOVIT, das muss ja im eigenen Kopf stattfinden, dass man irgendwo Bewegung als Notwendigkeit und nicht nur als Qual empfindet und daran vielleicht auch der eine oder andere langfristig Freude entwickelt, sich richtig viel körperlich auch zu bewegen. Denn nur jemand, der sich auch gesund hält, ist auch am Ende ein gesunder Mitarbeiter, ein gesunder Kollege in so einem Rathaus. Und wir haben Interesse natürlich auch im Rahmen unseres Gesundheitsmanagements, dass unsere Kollegen fit sind. Ja, und dass sie fit sind, das beweisen sie doch gerade, oder? Auf jeden Fall ein positives Feedback von Ihnen. Auf jeden Fall. Positiver kann ich mich kaum äußern. Es ist eine geniale Aktion.